Moin zusammen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder auf meinem YouTube-Kanal. Nach längerer Zeit. Ich bin ja berufstätig und da ist es ja eigentlich dann auch nicht verwunderlich, wenn man dann weniger Zeit hat. Das ist ganz was anderes im Vergleich zu früher, wenn man halt auch eine Ausbildung und so weiter ist. Falls ihr noch nicht berufstätig seid, werdet ihr das dann spätestens auch kennenlernen, was ich meine. Ja, in meinem heutigen Video geht es mal um mein aktuelles PC-Setup, wo sich auch in letzter Zeit einiges davon geändert hat. Und die größte Änderung, die ja, steht jetzt auch hier schon auf meinem Schreibtisch und sollte eigentlich gleich schon ins Auge fallen, das ist nämlich der Monitor. Jawohl. Und zwar früher hatte ich ja von AOC den G2560PF gehabt mit 24 Zoll. Der war mir zu klein, deswegen wurde der gegen einen 34 Zöller von Iyama ersetzt. Der steht hier. Und zwar ein 21:9er mit UWQHD-Auflösung. Das heißt 3440 in der Breite. Also das meine ich damit, horizontal. Und 1440 Bildpunkte in der Höhe. Ja, genau. Der Monitor unterstützt neben dieser hohen Auflösung noch 144 Hertz Bildwiederholrate und stellt dies auf seinem IPS-Panel dar. Kein schlechter Deal für 300 Euro, muss ich sagen. Dafür ist der Bildschirm aber auch nicht gecurved. Kann ich euch auch nochmal hier von oben am besten zeigen. Der hat keine Krümmung. Ja, ich gucke mal eben kurz auf meinen Spickzettel, um euch dann die Modellbezeichnung des Bildschirms nennen zu können. Und zwar, das ist ein Iyama G-Master, wenn mich nicht alles täuscht. Wo habe ich das denn jetzt hier stehen? Ja, genau, der G-Master GB3461WQSUB1 ist es mit 34 Zoll. Und FreeSync natürlich, selbstredend, selbsterklärend. Ja, sieht man auch hier unten rechts abgebildet, dass der FreeSync unterstützt. Genau. Ja, ich muss sagen, der gefällt mir schon ganz gut. Auf jeden Fall, weil der eben auch deutlich breiter ist. Der hat auch Bild in Bild oder Bild neben Bild als Option anzubieten. Als Bildsignaleingänge hat er zweimal DisplayPort, ich glaube 1.4 und HDMI, müsste ich gucken. Ob das jetzt 2.0 ist oder 2.1, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall funktionieren tut's. Und USB hat er auch noch integriert als Zweifach-Hub mit 3.0 Geschwindigkeit. Schade ist, dass hier zum Beispiel in der Basis des Monitors, hier im Fuß, keine USB-Buchse integriert sind. Das wäre wirklich genial gewesen, wenn man hier vorne zum Beispiel USB-Sticks anschließen könnte. Aber müsste der Fuß natürlich auch ein bisschen größer ausfallen. Aber gut. Und das habe ich auch schon seit jeher von... Ah, lass mich lügen. Ah, das ist... das gehört eigentlich auch noch zum Setup von... Gott, wie heißt die Firma noch gleich? Ihr müsst ihr nachgucken. Auf jeden Fall, das ist so eine Lampe, die... Oh, steht das hier drauf? BenQ, klar, BenQ, jetzt fällt es mir ein. Ja, Screenbar, genau, BenQ Screenbar. Ja, genau. Ja, okay. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, als ich noch hier an der Hochschule angemeldet war und noch die Vorlesung für den Master Elektrotechnik besucht hatte, da war ich natürlich auch viel im Homeoffice und habe das dann auch regelmäßig genutzt, das Licht, weil früh morgens dann in den Wintermonaten war das natürlich noch sehr dunkel und dann habe ich einfach dann das Licht angemacht und konnte dann so mitschreiben. Und dann, ja gut, das war noch über den alten Monitor, habe ich dann die Vorlesung verfolgt. Genau.
Ansonsten hier meine Logitech G910 Tastatur. Ja, mit viel RGB und den Roma G-Switchen. Ich bin jetzt mal ganz leise. Ach, das könnt ihr wahrscheinlich eh nicht hören, weil ich habe da das Mikrofon an mein T-Shirt geheftet. Nee, so laut sind sie natürlich dann doch nicht. Aber ja, das sind mechanische Schalter. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war zu Anfang recht skeptisch gewesen von, also was mechanische Tastenschalter betrifft, weil es hieß, also es ist ja so, dass die mechanischen Taster schon eher auslösen, als sie komplett durchgedrückt sind. Also der Auslösepunkt, der ist schon eher anzutreffen. Also man kann die Tasten ja komplett durchdrücken, aber braucht man gar nicht, um die Taste auszulösen. So, und ich drücke die Tasten ja immer komplett durch. Und deswegen war ich auch recht skeptisch, dass ich das irgendwie komisch anfühlen könnte, weil der Auslösepunkt schon über dem Anschlagspunkt liegt. Ist aber überhaupt nicht so. Also das ist kein anderes Tippgefühl wie das, was man von Gummy Dorm erstmal gewohnt ist oder Laptop-Tastaturen. Klar, es ist ein anderes Tippgefühl, ja, aber so viel anders verhält es sich nicht, dass man jetzt... Es ist einfach angenehmer, auf jeden Fall. Ihr müsst es halt selbst mal ausprobieren. Ich kann das jetzt auch nicht genau erklären. Es ist halt viel präziser. Es lässt sich viel präziser damit tippen. Und ansonsten, wenn ihr eine Taste drückt, dann bekommt ihr auch nur dann diesen Buchstaben. Zum Beispiel in eurem Textverarbeitungsprogramm zu Gesicht. Es ist jetzt nicht so, dass sich das dann komplett anders verhält gegenüber einer anderen Tastatur. Dass sich das irgendwie dann ganz komisch anfühlt. Dass eben zum Beispiel hier das G dann schon eher auslöst, als man die Taste komplett durchgedrückt hat. Da hatte ich so anfangs meine Bedenken gehabt, aber nö, ich wurde eines Besseren belehrt. Es ist überhaupt nicht so der Fall. Es gibt ja auch Tastaturen, die haben einfach nur Fake-Tasten, die man überhaupt nicht durchdrücken kann. Aber die Tastatur hat keine Fake-Tasten. Das lässt sich alles durchdrücken. Wobei, die Tasten hier oben links, das sind tatsächlich Gummy-Dome-Tasten. Das merkt man direkt. Ja, die sind ein bisschen schwammiger durchzudrücken. Und auch deutlich härter. Ja, die brauchen deutlich mehr Kraft und sind auch deutlich schwammiger. Genauso wie die Tasten hier, das sind alles Gummidorms. Ja. Okay, ich will mich nicht länger hier an der Tastatur aufhalten. Als Maus eine Logitech G502 Protospektrum, glaube ich. Mit Gewichtesystem. Die gab es mal ganz günstig. Bei Amazon für um die 40, 45 Euro aus Frankreich kam die. Genau. Mit in dem Fall keine Laserabtastung, sondern eine Infrarot-LED. Funktionieren tut es aber ganz gut. Sogar, sie hat ja auch noch hier verschiedene Spezialtasten, die man programmieren kann. Eine DPI-Anzeige und Umschaltung. Also und dann noch dieses Scrollrad hier, wo man die Rasterung auch rausnehmen kann. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ich habe dafür aber nur ein ganz günstiges Mauspad, ich glaube von Nogilink oder so, ganz günstig. Nichts Dolles. Ja, gut. Hier rechts und links vom Monitor positioniert meine Studio-Monitore, die heißen wirklich so. Das sind die Mackie CR4, gibt es auch in der Bluetooth-Version, ich habe sie ohne Bluetooth. Die habe ich damals mal beim Konrad bestellt für 140, 180 Euro um den Dreh rum, meine ich. Und die klingen aber verdammt gut, muss ich sagen. Ein alter Logitech, sage ich schon. Oh Mann. Nee, ein alter Microsoft Xbox 360 Wireless Controller. Der liegt wirklich sehr ergonomisch in der Hand, muss ich sagen. Und ja, damit kann man dann auch Rennspiele ganz gut bedienen.
Ja, da hinten liegt dann der passende Funkempfänger, der natürlich per USB dann mit dem PC verbunden ist. Aber die Xbox 360 habe ich auch. Für Forza Horizon habe ich mir die nämlich gekauft, um das Spiel damit spielen zu können, weil das gibt es nur für Microsoft Xbox 360. Und ich wollte unbedingt dieses Spiel spielen, also habe ich mir dann die Xbox 360 gebraucht geholt. Ja. Ach so, hier von Siemens ein Gigaset C385, glaube ich. Ein analoges Festnetz, schnurlos Telefon halt, ne? Und mein Audio-Interface, Euphoria und C22, da bin ich immer noch sehr überzeugt von. Das gab es beim Thomann für 33 Euro von Behringer. Genau. Und der Clou hierbei ist, es hat eben einen XLR-Eingang für Mikrofone für mein Uhuru XM900, was mir von Uhuru netterweise damals zum Testen zur Verfügung gestellt wurde. Und da brauchte ich ja noch ein passendes Audio-Interface, weil ein normaler Computer hat eben keine XLR-Anschlüsse. Höchstens, wenn dort eine professionelle Soundkarte verbaut ist. Bei mir ist schon eine deutlich bessere Soundkarte verbaut, die hat aber auch dann keine XLR-Anschlüsse. Und das fungiert quasi dann als externe Soundkarte, kann man sagen. Nur eben mit professionelleren Anschlüssen und natürlich auch mehr Elektronik zur Verstärkung des Mikrofonsignals und dergleichen. Schade ist ein bisschen, dass das Interface nur in Anführungsstrichen maximal 16 Bit mit 48 Kilohertz unterstützt. Gibt auch die größeren Behringer Euphoria Audio Interfaces, die dann schon 24 Bit unterstützen. Die sind aber natürlich auch deutlich größer und wenn man das nur fürs Mikrofon nutzt, da reicht dann auch schon die gute DVD-Qualität aus. Außer man will da wirklich dann noch Instrumente und alles mit anschließen. Dann, ja, würde ich eher zu 24-Bit tendieren. Ja, so weit, so gut. Ich glaube, dann wären wir hier oben auf dem Schreibtisch, ist ein, ja, IKEA-Esstisch gewesen. Zur Info, eigentlich auch schon fertig. Da habe ich hier nochmal so kleine Modellautos positioniert, platziert. Ja, das war zum Beispiel hier vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren, da versieht man sie immer ganz schnell, mein Auto gewesen. Audi 80 hatte ich damals gehabt. Dann bin ich zum Golf Plus gewechselt. Und jetzt habe ich ein Passat-Variant B6, Baujahr 2010. Der ist auch nicht schlecht. Ja, vielleicht auch noch mal kurz hier zur Fensterbank gewechselt. Hier meine Aloe Vera. Genau. Oh, die ist aber richtig groß geworden, muss ich zugeben. Die kriegt hier immer ganz gut Pflege, Sonnenlicht und alles. Das zahlt sich bestimmt dann aus. Hier versteckt sich noch mein Bogenhanf. Und eine Efeutute hier oben dann noch anzutreffen. Genau. Kommen wir mal auf meinen PC zu sprechen. Der steht nämlich hier links. Den habe ich nämlich auch letztens aufgerüstet. Habe ich euch natürlich auch noch nicht erzählt, gezeigt. Und das Gehäuse ist immer noch das Be Quiet Pure Bass 600, was ich mir damals, war das, nee, 2015 war das gar nicht. Lass es 2017 gewesen sein, geholt habe. Genau, für den Ryzen PC. Ich muss sagen, das Gehäuse, das bietet eben sehr viel Platz für PC-Komponenten. Und dieses schlichte Design, das mag ich immer noch nach wie vor. Jetzt natürlich mit Intel Core i7 Inside Sticker hier an der Vorderseite. Und ich habe es ein bisschen übertrieben mit USB-Boxen, aber es funktioniert. Das ist eigentlich, ja, das ist ein 8-fach USB 3.0 Hub.
Da sind intern auf dessen Platine zwei je Vierfach-Hubs verbaut, die dann auch jeweils über einen eigenen Anschluss vom Mainboard eben ja, bedient werden. Da ist dann halt ein 19-poliger Mainboard-Stecker dran für USB 3.0. Also wie das konfiguriert ist, ne, das ist schon ganz gut gelöst bei dem Gerät. Ja, weil die sind natürlich auch angeschlossen. Jetzt wieder bei dem alten Mainboard hatte ich einen Pin bei dem internen USB 3.0. Bei dem internen USB 3.0 Header abgebrochen. Dann konnte ich leider die Anschlüsse nicht verwenden. Hätte man per USB 2.0 anschließen können, habe ich aber nicht gemacht. Wollte ich dann machen. Aber jetzt habe ich aufgerüstet. Das Mainboard hat zwei interne USB 3.0 Anschlüsse. Kann ich also wieder die nutzen und zusätzlich diesen Card Reader, hätte ich jetzt beinahe gesagt, diesen USB-Hub dann. Ja, und das ist einfach nur ein Bluetooth V4.0-Dongle, der hier jetzt noch verbaut ist. Ja, ich habe dann auch mein DVD-Laufwerk mal gegen einen Blu-ray-Brenner ausgetauscht, dass man da auch die Möglichkeit hat, Blu-rays dann zu brennen. Also den möchte ich dann auch nicht missen, weil hin und wieder habe ich dann doch mit DVDs und so weiter zu tun. Also der, weil die heutigen Gehäuse, die haben dann auch keine 5¼ Zoll Schächte mehr teils. Das ist schon recht schade. Aber gibt ja noch bestimmt Gehäuse, aber die werden dann auch immer weniger, die dann über die 5¼ Zoll Einschübe noch verfügen. Ja, hier unter dem Gehäuse versteckt sich ein 5 Meter langes Netzwerkkabel, Cat6 Standard. Weil ich dann auch öfters mit PCs zu tun habe, die nicht unbedingt über integriertes WLAN verfügen, dann kann ich die darüber ganz einfach anschließen. Und ja, das ist dann halt... Hier nimmt ja auch keinen Platz weg, das Kabel, ne? Deswegen ist eben schnell versteckt auch. Ja gut, dann habe ich hier Blu-rays noch liegen, also Filme auf Blu-rays. Kann ich auch noch mal kurz durchgehen. Ja, die gab es mal bei dem Blu-ray-Player dazu. Aber ein K2 habe ich mir auch gekauft. Ja gut, und hier noch Computerspiele anzutreffen. Auch ein bisschen staubig. Ah, Deskcards. Ach, das habe ich auch gerne gespielt damals, ja. Ach ja, das sind einige interessante Spiele, Computerbildspiele, CDs sind ja auch noch dabei, hast du nicht gesehen. Ja gut, die hatte mir Tino mal damals zugeschickt, das weiß ich noch. Ja, ach, ein Tomb Raider 3 ist da auch noch zu vertreten, ist auch noch vertreten und mein Rollercoaster Tycoon 3, ach ja. Wo ich dann damals die erste Bobbahn gebaut habe, also das allererste YouTube-Video auf meinem Kanal habe ich damit gebaut. Eine Achterbahn war das gewesen. Ja, das waren noch Zeiten damals, das sage ich euch. Ja gut, und hier ist noch so ein Ladegerät für diese 18650er Akkus. Ja, ich kann mich dran entsinnen, glaube ich, dass diese Steckdosenleiste über 12 Anschlüsse verfügt. Ja. Brauche ich aber auch so viel. Deswegen. Ja gut, und hier hinten dann noch die ganzen Kabel und Anschlüsse. Ich kann euch den Rechner auch noch gleich kurz ein bisschen vorziehen, dass man es besser sehen kann. Zeige ich den auch noch mal ganz kurz. Achso, hier ist dann noch mein Beyerdynamic DT240 Pro-Kopfhörer eingepackt. Und von Logitech habe ich ja das G533 Headset. Das hat man mir empfohlen. Und ja, ich kann euch das auch noch mal kurz zeigen. Das ist nicht schlecht. Da mache ich dann auch immer meine Livestreams am Dienstag mit drüber auf Twitch. Ja. Da geht es dann hauptsächlich um PC-Hardware. So um die 2 Stunden. Pi mal Daumen, je nachdem. Und um 19 Uhr abends fängt das dann immer an. Link in der Videobeschreibung. Bei Interesse einfach mal reinschauen.
lohnt sich auf jeden Fall. Naja, so sieht das Headset dann halt aus und ist auch gut gepolstert und so weiter. Und was ich bei dem Headset sehr lobenswert finde, ist, kann man das sehen, hier versteckt sich der Akku, der ist austauschbar. Was auch der Umwelt zuliebe natürlich dann zugute kommt und dergleichen. Und ich hatte davor, ich meine, von Rocket 1 probiert, da ist die Verbindung aber immer schnell ausgefallen. Das hatte, glaube ich, auch einen eigenen Funkempfänger. Und hier bei dem Logitech-Headset, jedes Mal kriege ich eine Verbindung. Ich schalte das Headset ein, das findet jedes Mal diesen Empfänger. Und dann steht die Verbindung ohne Schwierigkeiten. Und bei dem Rocket-Headset oder was ich davor hatte, das hat ewig gedauert, bis dieses drahtlose Headset mal den Empfänger gefunden hat. Das war wirklich ein Krampf und deswegen habe ich das dann auch zurückgeschickt, weil das hat ja so keinen Zweck. Aber mit dem Logitech-Headset habe ich das Problem überhaupt nicht mehr. Also kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Allerdings, mikrofontechnisch ist es natürlich dann nicht zu vergleichen mit professionellen Mikrofonen. Sollte, denke ich mal, klar sein. Ja gut, hier ist noch ein Canon-Scanner anzutreffen. Auch nochmal daneben einige leere Blu-rays, Blu-ray-Hüllen und 25 GB wieder beschreibbare Blu-rays, CDs und DVDs liegen hier. Ich zeige euch mal hier kurz eine Schublade. Da sind noch Audio-Video-Foto, also Audio-Video-Kabel und so weiter anzutreffen. Ja. Und auch hier einige externe Festplatten, Powerbanks. Das ist da halt alles gelagert. Und hier rechts, da steht meine NAS, die ihr auch hin und wieder mal zu Gesicht bekommen habt. Und ja gut, ich weiß nicht, wo ich die sonst hinstellen soll. In dem Koffer ist meine Sony Alpha 6000 Systemkamera. Mit Zubehör. So sieht das dann halt aus, ne? Das ist meine Fotokamera, die macht auch sehr gute Bilder. Und da habe ich auch einige Objektive dann schon dafür, weil so eine Kamera mit Wechseloptik, die ist dann nur so gut wie das Objektiv, ne? Ja gut, und meine NAS, die läuft mit Windows Server 2019 als Betriebssystem. Und da habe ich darauf geachtet, dass man die ganzen Laufwerke über solche Wechselrahmen schnell wechseln kann. Falls mal eins kaputt geht, dass man die Platte auch schnell gewechselt bekommt. Weil ich habe das dann auch so eingestellt, dass die Daten gespiegelt werden auf zwei Festplatten. So, ich mache euch den mal auf. Vielleicht ein bisschen noch angestaubt. Der ist auch gedämmt ausgestattet hier. Habe ich selbst durchgeführt, die Dämmung. Und gut, der ist jetzt nicht an. Als Prozessor kommt ein Pentium G2460 zum Einsatz. Der ist ja damals, 2015, 2016, als er rauskam, nee, 2017 war das, Anfang 2017, auch sehr empfehlenswert gewesen mit seinen zwei Kernen, aber dafür vier Threads. Das war schon im unteren Preisbereich um die 60 Euro hat er, glaube ich, gekostet nur. Doch durchaus empfehlenswert. Weil gegenüber des Core i3 hatte er eben halt nur AVX und eventuell AES beschnitten gehabt. Aber 3,5 GHz und wenn man eben, ja, günstig spielen wollte mit seinem Rechner, das war wirklich dann eine gute Wahl. Hier als Mainboard Untersatz ein ASRock H110, müsste ja das 110M DVS sein. Da habe ich dann eine 2,5 Gigabit Controllerkarte verbaut, Ethernet Controllerkarte und ein Fujitsu D2607 müsste der sein, RAID Controller für insgesamt 8 Laufwerke. Die werden auch alle
ausgenutzt. Ja, das sind nicht Standard-SATA-Platten, was ich hier installiert habe, sondern SAS-Laufwerke mit je 4 Terabyte. Ja, insgesamt 4 Stück mit je 4 Terabyte. Da habe ich dann zwei Partitionen erstellt mit je 4 Terabyte, die dann auch gespiegelt sind, dass man da einfach höhere Sicherheit dann auch hat. Und hier oben, da habe ich noch je 2 Terabyte Crucial BX500 SSDs verbaut. Da werden dann aber auch 2 wieder zurückgehen. Ja. Von Crucial mit je 2 Terabyte dann. Irgendwie haut das auch noch nicht so ganz hin, weil ich habe extra SSDs genommen für eine höhere Performance. Aber bin ich noch nicht so überzeugt von. Muss ich noch mal gucken, wie ich das besser hinkriege. Ja, 12 GB DDR4 Arbeitsspeicher sind da noch verbaut. Oh, der Kühler, das ist ein passiver Arctic Alpine 12 Passive. Wer den nicht kennt, der kriegt dann aber auch Frischluft durch den Hecklüfter. Also... ja, und bei den 54 Watt TDP des Pentium ist das eigentlich auch alles machbar. Da braucht es dann auch keinen stärkeren Prozessor, um hier auf der NAS nochmal einen Minecraft-Server laufen zu lassen, dass das funktioniert. Ja, und hier ist mein Mini-PC. Der ist ausgestattet mit einem Pentium J5005. Das ist ein Gemini-Lake. Ja, der erschien, glaube ich, auch 2016 rum. Muss, ja, denke ich mal. Oder 2017. Inklusive DDR4-Speicherinterface. So modern ist die Plattform schon. Und der hat echt viele Videocodecs verbaut. Aber das Genialste an dem Rechner ist, der Prozessor ist sehr, sehr sparsam und lässt sich rein passiv kühlen. Dementsprechend ist da auch ein passiver Kühler auf dem Mini-RTX-Mainboard verbaut. Ja, reicht auf jeden Fall vollkommen aus, um damit im Internet zu surfen oder sich Videos anzuschauen. Da ist die Leistung wirklich, wirklich überragend für. Also, da merkt man keinen Unterschied zu einem großen Desktop-Rechner. Und damit der Rechner auch von meinem schnellen 2,5 Gigabit Ethernet profitieren kann, hier noch ein extra Adapter, weil das Mainboard hat halt nur Onboard 1 Gigabit. Kommen wir mal zu der Ecke, die ein bisschen wüst aussieht. Ja, das ist meine Fritzbox 4040. Und hier drunter noch ein QNAP 2,5 Gigabit Netzwerk Switch mit 5 Anschlüssen. Ja, damit ich dann auch schneller Daten zur NAS und so weiter transferieren kann. Deswegen mein Switch. Und bei der Fritzbox, da habe ich auf den Chips, also ich habe da eine Modifikation durchgeführt, dass die Chips dann besser gekühlt sind. Habe ich drauf geachtet. Und da habe ich einfach mal auf die Chips dann Passivkühler draufgeklebt. Weil ich betreibe die ja so liegend und eigentlich soll man die ja an eine Wand hängen oder an einen Schrank, wie auch immer, dass dann der Kamineffekt sich auszahlt. Habe ich aber ja nicht, also habe ich da einfach Passivkühler draufgeklebt. Da gibt es ja jetzt auch die Fritzbox 4060. Angefangen habe ich mit der Fritzbox 4020. Die hat allerdings nur um die 300, 450 Megabit auf 2,4 GHz mit N-Standard unterstützt. Die kann dann auch WLAN AC mit 866 Mbit. Und die Fritzbox 4060, die hat dann auch den WLAN AX-Standard. Aber für über 220, 240 Euro, die man dafür ausgeben muss, wo man dann auch schon günstiger mit einer Fritzbox 7590 AX oder wie die auch immer heißt, dann fährt. Das sehe ich dann ja nicht ein. Ne? Deswegen. Oh, jetzt halt das hier so ein bisschen. Ja, gut. Ach ja, und hier überall Kabel und so weiter. Kommen wir nochmal auf den PC zu sprechen zum Schluss.